Ja, ihr Lieben, einen wundervollen, wunderschönen guten Morgen. Wir wollen heute über die Hochzeit sprechen. Ich habe das leider gestern nicht früher geschafft. Habe mich noch von meiner Zahnärztin verabschiedet, die jetzt in Urlaub fährt zu ihrer Heimat. Ihr Vater ist ein bisschen krank. Wenn wir da vielleicht mal, ist nicht so schlimm, aber wenn wir da vielleicht mal ein Gebet rüber schicken wollen und dass sie gut ankommt und wieder gut zurückkommt und wir die Familie mal ein Gebet schicken können, wäre das wirklich sehr nett. Ihr Lieben, so, also, wir wollen heute über die Hochzeit sprechen. Wir wollen das, also zählt die Hochzeit von Muslimen oder ein Christ, der mit einem Muslim oder ein Christ, der mit einer Muslimin geheiratet hat oder ein Atheist mit einer Christin, ob das bei Gott zählt, ja, oder, ja, und wir wollen, wie Mel diese Frage in Facebook gestellt hat. Die Leute haben schon geantwortet, super geantwortet, perfekt geantwortet. Perfekte Antworten haben wir da gerade von einem Bruder. Ich habe leider den Namen nicht im Kopf, der hat einfach nur perfekt geantwortet. Meine Antwort war geschrieben, ohne dass ich vorher die Antworten anderer gelesen habe, weil wäre Copy-Paste. Ja? Das ist, was ich immer sage. Hört auf den Copy-Paste, wenn ihr wirklich im Verständnis spricht, ja, müsst ihr aus euch selbst heraus sprechen. Ja? Sprecht aus dir heraus. Ja? Kein Copy-Paste, Freunde. Dann habe ich mir das andere durchgelesen, was so andere geschrieben haben und einfach super, guckt euch das an. Dennoch mache ich hier ein Video dazu, wie ich versprochen habe. So, die Heirat ist von Gott gegeben. Die haben wir Menschen nicht erfunden. Ja? Die Monogamie haben wir nicht erfunden. Ja? Und wer in der Liebe ist, ja, wer in der Liebe ist, der erkennt ja die Monogamie. Denn wenn du dich für eine Frau entscheidest und dennoch andere Frauen, weil sie dich reizen, mit ihnen Sachen machst, oder halt umgekehrt mit Männern, Frauen mit Männern, das ist ja, ne, ich sage immer, in der Liebe erkennen wir, ich sage immer, das Gesetz, nennen wir es mal Richtlinien. Wenn wir Richtlinien sagen, dann erkennt vielleicht Christen besser, dass Gott uns Richtlinien gegeben hat, Gesetze aufgegeben hat, die wir einhalten müssen. Wisst ihr, Thema Gesetz, ich will kein Gesetzloser sein. Ich will kein Gesetzloser sein, dass Jesus mir alles vergibt, einfach so, weil ich nur glaube. An was glaube ich? Ich glaube an Jesus Christus, dass er für mich gestorben ist, dass er sein Blut gegeben hat, dass er mich von meinen Sünden befreit, mir eine Chance gibt, ins Himmelreich zu gehen. Doch an was glaube ich noch? Ich glaube an seine Richtlinien. Ich glaube, Jesus hat uns so viel erzählt. Er ist das Wort Gottes, er ist das Wort des Vaters. Er ist der Vater selbst. Ja? Der Heilige Geist ist der Geist des Vaters. Der Heilige Geist ist der Vater selbst. Wir waren doch eben draußen. Was ist denn los mit dir? Ja? Ach, danke, lieber Bubi, für die schöne Antwort, falls du das Video siehst. Genau das. Ja. Warum soll ich das jetzt rausschneiden? Das ist einfach real life. Danke, das hat mich sehr motiviert. Und du weißt, Bruder, ja? Frankfurter Bub, du weißt, was los ist. Du weißt, dass ich meine Freunde alle liebe von damals. Ich liebe sie alle. Ich verurteile sie nicht. Es geht mir, ich sage immer in meinen Videos, es geht nicht um den Türken, um den Marokkaner, um den Tunesier oder sonst was. Was da, ey. Ja, darum geht das gar nicht. Es geht um den Geist, den die Menschen drin haben, liebe Frankfurt. Entschuldigung, dass ich das mal kurz hier erwähne. Um den Geist, den die Menschen drin haben. Hat einer einen bösen Geist? Es geht nur um diese Menschen, nicht um meine Freunde damals oder sonst was. Um die geht das gar nicht. Wer einen bösen Geist in sich hat, den greife ich an. Ja, lieber Frankfurter Bubi, aber ich weiß, dass du mich verstehst und du weißt, dass ich euch sehr liebe. Und du weißt, du kennst meinen Bruder, wie wir drauf sind. So, gut, ihr Lieben, Entschuldigung. Liebe Leute, die Richtlinien Gottes, an was glaube ich? Ich glaube auch an die Richtlinien, die mir Gott gesagt hat. Gott hat so viele Richtlinien gegeben. Richtlinien gegeben, wie wir uns verhalten sollen, was wir tun sollen. Ja? Nochmal. Jesus hat gesagt, gib dem Kaiser, was dem Kaiser gebührt. Danach hat er aber nicht definiert. Jesus hat nicht definiert,
Danach, was wird denn? Der hat nur das gesagt. So, er hat nur das gesagt. Wenn du in Zukunft dazu nichts sagst, wo finden wir die Antwort, die Definition? In der Vergangenheit, beim Vater, im Alten Testament, wie wir mit einem König umgehen sollen, der antichristlich ist. Finden wir im Alten Testament. Seht ihr? Seht ihr, wie einfach das ist? Da Jesus, da ihr fixiert seid auf Jesus, ihr seid zu sehr fixiert auf nur Jesus. Versteht mich hier nicht falsch. Jesus ist unser Erlöser, unser Heiland. Versteht mich bitte nicht falsch. Da ihr aber nur zu sehr fixiert an Jesus, ihr hier eine leichte Abrogation des Christentums macht, dass ihr fast schon das so darstellt, als ob Altes Testament nicht mehr zählt. Nein, wir sind die Erben, liebe Freunde, wir Erben. Wer sich Nachfolger Christus nennt, ist Kind Gottes. Die Juden sind die Kinder Gottes. Wenn wir Christus annehmen, treten wir das Erbe an, treten auch die Richtlinien Gottes an, auch die Autorität, die er uns gegeben hat, was wir dürfen, was wir nicht dürfen. Das Gesetz, ein Gesetz, ja, ein Gesetz für uns, das ist ein Gesetz für uns Christen. Wir haben auch ein Gesetz, wie wir uns verhalten sollen, was wir dürfen, was wir nicht dürfen, die Richtlinien Gottes, ihr Lieben. Es ist doch so einfach zu verstehen. Und wenn Jesus sagt, gib dem Kaiser, was dem Kaiser gebührt, der danach aber nichts mehr sagt. Und wir, oh, was meint er jetzt damit? Wir finden, was das Wort Gottes, Jesus Christus selbst, das Wort des Vaters selbst gesagt hat, wie wir zu antichristlichen Kaisern reagieren sollen oder christlichen Kaisern, finden wir in der Bibel. Ja? König David, König Salomo, ja? Und die anderen Könige, wo Abraham das damalige Land, ja, bevor es Israel wurde, ja, befreien musste von dem Unkraut, ja, was mit diesen Königen passiert ist. Gott hat der Vater, ich wollte es nicht sagen letztes Mal, aber ich sage es jetzt mal hier ganz klar, dass ihr es mal kapiert. Entschuldigung, versteht. Gott befahl, ihn an Holz zu fällen, an Holz zu binden, an Holz zu ihm. Ich habe es jetzt leider vergessen, tut mir leid. Ja, ihr wisst ja, ich habe ein bisschen Probleme mit mit der Memory. Ja. Aber man sollte diesen König an ein Holz fällen, sterben lassen, töten. Ja? Okay. Wir tun das heute natürlich nicht mehr. Wir lassen solche Leute, ja, Pädophile, Mörder, Menschenschleuser, ja, Sklaventreiber, lassen wir heute in der Politik, weil wir nicht verstanden haben, was uns Jesus hier sagt. Gib dem Kaiser, was dem Kaiser gebührt. Wenn der Kaiser ein Sklaventreiber ist, die Pädophilie in unserer Welt erlauben will, andere Völker einfach abschlachtet und hin und her, ja, Zoophilie betreibt, sein Volk Zoophilie betreibt, andere Völker vergewaltigt, er zulässt, dass sein Volk seine eigenen Kinder an irgendwelche Götter opfert, einen Turm zu Babel baut, um Gott am Höchsten zu sein, ihm nahe zu kommen, Gott zu verhöhnen, zu beleidigen, hat Gott uns Autorität zu geben gegeben, ihn sogar an Holz zu fällen, diesen Kaiser. Wenn ihr die Antwort nicht in der Zukunft findet, sucht sie in der Vergangenheit. Okay? Ich hoffe, jetzt habe ich wirklich euch mal ganz klar gesagt, was für ein Erbe wir Christen angetreten haben. Wir sind die Kinder des wahren Gottes und wir tolerieren Satan tun und lassen, was er will, auch in dieser Welt, wo Gott selbst in dieser Welt Menschen erwählt hat, wie sie agieren sollen, was sie tun sollen, wie sie weltlich agiert haben. Sie haben nicht nur gewählt, sie haben nicht nur ein Kreuzchen gemacht. Ja? Ihr behauptet, Macht wählt nicht, macht kein Kreuzchen. Und König David hat Menschen abgeschlachtet, die so drauf sind wie heute unsere Politiker. Ich rufe hierzu nichts auf, versteht mich nicht falsch. Aber es spricht nichts dagegen, jemanden, der sagt,
ich erlaube, ich will, dass Inzucht erlaubt wird und ich will, dass Pädophilie erlaubt wird, wie der eine, ja, wie der eine gesagt hat, das ist ein wunderschönes Gefühl, sich von einem Mädchen ankleiden zu lassen. Steinigen, so einen muss man steinigen. Habt ihr es verstanden? Nee, nicht steinigen. Gott macht schon alles. Nee, kein Kreuz setzen. Gott macht schon alles. Habt ihr es jetzt kapiert? Ihr Egoisten. So, verzeiht mir. Ich glaube, das war jetzt wirklich das letzte Mal. Ich glaube, jetzt habe ich euch echt schachmatt gesetzt. Ja. Hört auf. Ja. Wir leben in dieser Welt. Gott hat uns weltliche Sachen auferlegt, weltliche Gebote, wie wir in dieser Welt agieren sollen. Hat Gott gesagt, ich mache schon alles, ich brauche euch keine Gebote zu geben, ich brauche euch keine Richtlinien zu geben, ich mache schon alles. Sind wir Roboter? Ja, das ist das Problem. Wir hören auf Menschen, ich sage es mal ganz klar hier, wir hören auf Menschen, die immer noch dieses Verständnis der Muslime haben, der Paganen haben, der, ja, die so 5, 8 Jahre oder sowas im Christentum sind. Und verzeiht mir, ich bin einfach nur ehrlich. Ja? Gut. Ja, so, wir kommen jetzt zurück zu der Hochzeit. Aber die Wahlen stehen bevor, die Wahlen stehen, ja, jetzt, und es ist wichtig, dass wir die richtigen Leute wählen, ja. Wenn sie nicht einhalten, was sie versprochen haben, was ich nicht glaube, ja, weil sie gehen gerade richtiges Risiko ein, ihre Autos werden beschädigt, sie werden beworfen, sie werden geschlagen, sie werden bespuckt, ja, die von der AfD. Wenn die AfD, Besprechung aufmacht und hin, wir müssen mit Polizeischutz unterwegs sein. Wenn die in die Bundesländer fahren und hin und her, die können keine normale Halle sein und ihre Gespräche machen, muss überall Polizeischutz sein. Ja? Wie denn, wenn das Nazis sind? Ja? Wie denn, wenn die, ja, wenn man die AfD wählt, kann man gleich die NPD wählen. Die Polizei kommt zu deren Schutz und ihr macht solche Aussagen. Ihr lügt. Ihr lügt, bewusst oder unbewusst, knallhart, ja? Ich suche hier keine Freunde, mir ist das egal, ob ich dir die Wahrheit sage und ihr anderen das akzeptiert oder nicht, ja? Die Liebe soll keine falsche sein und wir lieben sehr falsch, liebe Christen. So, gut. Die Hochzeit ist von Gott gegeben. Die Hochzeit ist von Gott gegeben. Es ist ein Bund. Ja? Monogamie, wir fühlen das in der Liebe. Ja? Dass wir treu sind, wir machen die Heirat. Hier gibt es Richtlinien. Es gibt Richtlinien, wie die Heirat sein soll. Die Heirat soll jetzt mal ganz strikt die Heirat muss als junge Frau und als jung auch als Mann als und auch als wie Frau, beide als Jungfrau bestarten. Das ist die Richtlinie Gottes. Jetzt mal ganz strikt. So, sie ist von Gott gegeben. Zählt das, ob das jetzt ein Christ mit einem Moslem heiratet? Ja, sie, auch die Hochzeit zählt, wenn sie als mit einem Christ und einem Moslem geheiratet hat, zählt sie. Ja, bis zu einem Punkt. Schon mal vorweg. Bevor ihr einer sagt, nee, kann nicht sein, weil das ist nämlich, was viel, viel passiert. Viele Leute lesen erstmal den ersten Satz oder hören den ersten Satz zu und sagen, nee, stimmt nicht. Ja, und darum sage ich schon mal hier vorneweg, kommt drauf an, bis zu einem gewissen Punkt. Ja, die Richtlinien Gottes beachten. Die Richtlinie Gottes beachten ist, die Hochzeit ist, hat keine Religion. Sie hat keine Hautfarbe. Ja, sie hat keine, hat mit der Religion nichts zu tun. Hat nichts zu tun, von wo sie herkommt. Sie ist von Gott gegeben. Die Liebe muss im Sinne Gottes sein. Ich heirate mit dieser Frau und mit den Gedanken bei Gott, dass ich hier heirate, nicht weltlich, dieses weltliche Heiraten, oh, die Frau ist hübsch, sie ist sexy, entschuldigt, ja, oh, ich mache mit der jetzt viel Sex und oh, ich habe voll die hübsche Frau oder oh, ich heirate voll den reichen Mann oder ich heirate eine reiche Frau, versteht ihr? Oder ich will sie ausnutzen oder versteht ihr dieses weltliche alles?
Die Hochzeit muss im Sinne Gottes sein. Ja? Im Gedanken Gottes sein. Dass man heiratet in Gott, dass man, sagen wir es mal so, dass man sich bewusst ist, dass die Hochzeit, die du eingehst, von Gott gegeben ist und und Richtlinien Gottes einhalten musst. So. Das ist das A und O, das ist erstmal das Wichtigste. Gott immer zuerst. Ja? Man kann nicht sagen, ja, es ist wichtig, dass man die Frau liebt. Man muss die Frau wirklich lieben und dann heiraten. Das bringt dir alles nichts, wenn du es nicht mit Gott gemacht hast. Wenn du nicht anerkennst, dass das ein Bund Gottes ist und seine Richtlinien anerkennst. So. Die Hochzeit, echt, die Hochzeit, ja, zwischen Christ und Moslem, ja, machen wir nicht so viele Beispiele, machen wir zwischen Christ und Moslem. So, wenn der Christ und der Moslem heiraten, der Moslem an seinen Gott glaubt, ihr müsst immer auch an die Zukunft denken, ja, ihr müsst auch immer an die Zukunft denken. Der Moslem, ihr dürft das nicht so böse, ihr dürft das nicht gleich so, oh nee, boah, wie geht denn das? Ihr müsst immer auch an die Zukunft denken. Der Moslem heiratet mit der Christin. Es kann passieren, dass der Moslem, ja, Christ wird durch die Heirat. Ist schon viel passiert. Wir können nicht zu Gott sagt, mischt euch nicht unter sie. Wir wollen hier nicht heucheln. Mischt euch nicht unter sie, denn sie werden sich eures aufdringen. Warum? Jetzt könnten genau diese Schlaumeier-Christen sagen, ja, aber warte mal, ja. Wie ich gerade sagen wollte, aber nicht aus diesem Schlaumeiergrund, sondern nur was halt wirklich Wahrheit ist. Ja, warte mal, viele Muslime sind auch Christen geworden, weil sie mit Christen geheiratet haben. Und jetzt pass auf. Gott wiegt hier ab. Wenn doch Muslime Christen geworden sind, wenn doch Muslime Christen geworden sind, weil sie mit Christen geheiratet haben, ja, aber Gott sagt, mischt euch nicht unter sie. Dann hat doch Gott hier ganz klar abgewogen. Denn er sagt zur Relation, wie viele zu Christentum konvertieren und zur Relation, wie sie sich unter uns mischen und uns ihres aufdringen. Denn der Islam und Satan ist sehr schlau. Komischerweise dürfen Muslime mit Christinnen heiraten, aber muslimische Frauen nicht mit christlichen Männern, weil der Männer das Oberhaupt ist. Und hier sieht man ganz genau, der Mann lässt sich nicht bezwirbeln von der Christin, aber die Muslimin lässt sich bezwirbeln von dem Christ. Da ist sie hier nur die Frau. Seht ihr, wie hier Satan gegen Gott und Gott vor Satan warnt? Seht ihr das? Hier ist die Relation. Und hier zu euch auch nochmal, ihr lieben Christen. Ja, lasst sie doch alle kommen, lasst sie doch alle kommen. Wir können das doch ausnutzen, sie zu Christen zu konvertieren. Seht ihr, wie ihr nur ab Johannes liest, was hat denn Gott im Alten Testament gesagt? Mischt euch nicht unter sie. Denn die paar, die ihr errettet, die werden sowieso errettet werden. Wenn Gott das will, werden sie sowieso den Weg finden, errettet zu werden, wenn ihr Herz nicht verstockt wird. Auf eine andere Art und Weise. Sie müssen nicht hierher kommen, um errettet zu werden. Denn sie sind Menschen, die in der Liebe sind, erkennen Gott. Denn wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Wenn sie Menschen, die Liebe lieben, die gute Menschen sind, werden das Christentum schon erkennen und auf eine andere Art und Weise errettet werden. Nicht, weil sie nach Deutschland kommen über 7 Länder, ja? Und in Deutschland das Christentum erlernen. Na? Argumentation, Schachmatt. Der Vater auf den Vater hören. Entschuldigung, ich komme schon wieder auf das Thema. Seht ihr? Was ist jetzt hier das Wichtige? Sich nicht unter ihn zu mischen. Immer zuerst Gott. Immer zuerst auf Gott zu hören. Ja? Sich nicht mit ihnen unterzumischen. Zählt die Hochzeit Christin mit Moslem? Zählt die Hochzeit? Gott hat dir gesagt, liebe Christin, du sollst dich nicht unter sie mischen. Hat Gott dir gesagt, hat dich gewarnt. Ist es jetzt aber passiert, weil du ihn so sehr geliebt hast? Und ist es passiert, weil du gefühlt hast, dass er dich so sehr liebt? Okay, dann ist es passiert. Was ist jetzt deine Aufgabe? Du musst ihn zum Christen konvertieren. Oder du musst sie zum Christentum konvertieren. Denn wenn du willst, dass die Hochzeit in der Vergebung und wirklich gilt, ja, kann das nur sein Christ mit Christ. So, was meine ich jetzt?
Der Moslem hat vorher schon Sex gehabt, bevor er die Hochzeit angetreten hat. Du hast schon Sex gehabt, bevor die Hochzeit heute angetreten hat. Hast. Die Hochzeit sollst du aber als Jungfrau, der Mann wie die Frau angehen. Wie kannst du Vergebung bekommen, dass du eine Hochzeit, einen Bund Gottes angetreten hast, obwohl du keine Jungfrau mehr warst, ob Mann oder Frau? Wie? Nur indem du Christ bist. Ja? Du kannst ich sag jetzt mal, die volle Gültigkeit Gottes kannst du nur erlangen, wenn du heiratest und Jungfrau warst, wenn du immer treu gewesen bist, ja, jetzt das ganz strikt, so wie Gott sagt, das ganz strikt hier, ja, weil unser Glaube ist kein Wunschkonzert, liebe Freunde, ja, liebe Geschwister. Gott ist strikt. Seine Richtlinien. Wenn du als Jungfrau geheiratet hast, wenn du als Jungfrau, wenn du immer treu gewesen bist, bis an euer Lebensende, in guten und in schlechten Zeiten. Ob das jetzt die Kirche hinzugefügt hat oder das mit den guten Zeiten und den schlechten Zeiten, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau. Aber es ist ja was Schönes. Das Gute behalte, das Schlechte verwerf, das ist was Schönes. Ja? In guten und in schlechten Zeiten eine gute Weisheit, eine gute Ermahnung. Ja? So, ihr Lieben. Und wenn du jetzt die Ehe eingegangen bist, aber ihr wart keine Jungfrau mehr, kann Gott das nur gültig machen, denn ihr habt das Gebot nicht strikt eingehalten. Ihr habt die Hochzeit nicht strikt eingehalten, wie das sein sollte. Ja, dann ist es ja so gut wie nicht wert. Wie kann es aber wieder wert gemacht werden, wie Jesus sein Blut für uns Sünder gegeben hat, können wir wieder wert bekommen, ja, indem wir an ihn glauben, ja, indem wir vergeben und auch uns vergeben wird, ja? Ist das auch hier bei der Hochzeit. Du musst Christ sein, damit deine Hochzeit, damit du vom tiefsten Herzen, ja, Gott um Vergebung bittest, ja, und sagst: Verzeih mir Gott, ja, dass ich deinen Bund, den du uns gegeben hast, also unseren Bund der Ehe eingegangen bin, den du uns gegeben hast, ja, und ich noch keine Jungfrau war, bitte vergib mir, dass ich gesündigt habe, um Verzeihung bitten. Ja. Wem wird das jetzt nur vergeben? Der Moslem kann das zu einem Allah, der Hindu ist zu einem, was weiß ich, ja, Brahman, ja, der Buddhist zu Buddha, ja, und was weiß ich, wem anbeten, das zählt nicht. Sie werden keine Vergebung haben. Sie werden keine Vergebung haben, dass sie geheiratet haben und keine Jungfrauen waren. Sie haben somit, wollen wir es mal wirklich ganz hart sagen, die Ehe befleckt. Um die Ehe wieder rein zu machen, müssen wir in Gott sein, sagen: Vater, bitte vergib mir, dass ich geheiratet habe, diese Frau, ja, und es nicht in deiner Richtlinie getan habe. Denn dieser Bund ist von dir und ich will diesen Bund nicht beflecken. Ich bitte dich, Vater, vergib mir. Doch ich liebe diese Frau und ich werde ihr treu sein. Und dann musst du wirklich eine perfekte Ehe, man streitet, man dies und darum geht es hier nicht, eine perfekte Ehe in der Loyalität zu Gott und zu deiner Frau oder zu deinem Mann haben. Und diese Vergebung bekommst du, ich will das ein bisschen kurz machen. Ich denke mal, ich habe das, denke ich, schon ein bisschen gut erklärt, denke ich, dass man da nicht weiter. Die Vergebung bekommt dann nur der Christ, dass die Ehe vor Gottes Augen zählt. Nur der Christ. Denn der Christ ist der Einzige, der den Vater und den Sohn angenommen hat. Der Jude, außer messianischen Juden, die Christen. Die meisten Juden sind heute Christen, nur mal, dass ihr es wisst, dass ihr nicht denkt, der geht hier gegen die Juden vor. Nein, im Gegenteil, ich liebe die Juden über alles. Ja, wir müssen mit den Juden sein. Versteht mich hier nicht falsch. Ich sag immer nur die Wahrheit. So. Der Jude, der nicht an Gott glaubt, an den, der Jude, den Messias nicht angenommen hat, selbst der Jude wird keine Vergebung bekommen. Das Kind Gottes, der hat den Sohn nicht angenommen. Den Messias, den Jesaja prophezeit hat und 600 Prophetien über ihn gemacht hat und alle haargenau eingetroffen sind, sie nehmen ihn trotzdem nicht an. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Ich bekomme keine Vergebung. Die Ehe zählt nur, wenn du sie perfekt gemacht hast, von vornherein, als Jungfrau geheiratet hast, loyal zu deinem Mann warst, immer treu warst und am Ende wird abgerechnet. Denn du kannst ja in Zukunft noch sündigen, dein Mann fremdgehen. Dann ist das passiert,
musst du wieder um Vergebung bitten, wieder vom tiefsten Herzen an Gott verzeihen und auch deinen Mann die Wahrheit sagen oder deine Frau und um Vergebung bitten. Und auch in der Gemeinde. Das sind schwere Sünden. Ich möchte euch hier etwas noch dazu sagen. Wenn ihr schwere Sünden begeht, müsst ihr auch, das ist in Philippinen zum Beispiel so. In Philippinen ist das gang und gäbe, dass wenn große Sünden begangen werden, geht man vor und sagt, ich habe meine Frau betrogen, ich habe meinen Mann betrogen. Und das wird in der Gemeinde, und dann sind auch Kinder da und hin und her, als Warnung, als, guck mal, ja, wenn ich das mache, dann sieht das die ganze Gemeinde. Die Gemeinde ist extrem wichtig, ja, in solchen Sachen. In solchen Sachen ist eine Gemeinde extrem wichtig, nicht für Kleinigkeiten. Ja, für Kleinigkeiten, hier, ja, so kleine Diskussionen, versteht ihr? Aber für so große Sachen sind die Gemeinden, um den Zweig wieder aufzurichten, ist die Gemeinde so wichtig, ja, ihr Lieben. So, ganz einfach, ja. Die Ehe von vornherein zählt nur, wenn ihr sie im Sinne Gottes macht, in seiner Richtlinien, in der Loyalität zu Gott und zu deiner Frau oder zu deinem Ehemann. Habt ihr vorher schon Sünde begangen, bevor ihr heiratet, Vergebung bitten? Die Vergebung bekommt nur der Christ, denn nur der Christ hat den echten Glauben. Kein Jude, kein Moslem, kein gar nichts haben den echten Glauben. Nur wir, also wem kann nur vergeben werden? Dem Christ. Ja? So einfach ist das. Und somit kann die Ehe nur vor Augen Gottes zählen, wenn sie von vornherein perfekt war, sage ich jetzt mal, in der Richtlinie Gottes, perfekt in der Richtlinie Gottes. Ja? Jungfrau heiraten und so weiter, loyal bleiben bis zum Tod. Ja? Dann zählt sie. So. Und wenn ihr das nicht, wenn das nicht in der Richtlinie Gottes war, muss das in Vergebung gemacht werden, um Vergebung gebittet werden, und dann wird nur dem Christ vergeben, denn nur wir haben den echten Gott. Wir haben den Sohn angenommen. Ganz einfach. So, und jetzt nochmal ganz kurz zu Homosexuellen. Homosexuelle, ihr Lieben. Ich habe auch gesehen, dass das nie jemand angesprochen hat. Ich glaube, ich war auch der Erste, der das eigentlich so wirklich angesprochen hat, schon vor 10, 12 Jahren. Oder ich habe das nicht von einem anderen noch nie gesehen. Ja, ich will, das ist auch kein Hochmut oder Stolz. Ich sage jetzt nochmal. Der Regenbogen ist ein Bund zwischen uns und Gott. Also damals den Juden. Damals sind er, beschneidet alles Männliche an euch. Ich schicke euch den Regenbogen als Zeichen unseres Bundes. Den Regenbogen haben wir aber heute noch. Ja, wir sind heute die Erben. Es ist auch unser Bund zu den Christen. Ja, es ist unser Bund an die Erben. Wir Kinder Gottes zu unserem Vater schickt uns das Regenbogen. Ja. Ja, wir wissen heute, dass das auch viel wegen dem Wasser in der Luft, ja, also die Wasserpartikel in der Luft mit der Sonnenspiegelung zu tun hat. Ja, aber heißt das jetzt, das ist nur deswegen? Oder heißt das, er schickt uns den Regenbogen? Er schickt uns, er macht das, dass dieses Regenbogen, ja, dass dieser natürliche Effekt, ja, ist von Gott, ja, der natürlich dann immer erscheint, wenn die Wasserpartikel in der Luft so und so sich genug gebildet haben, bla 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 bla. Ja, wisst ihr doch, ist doch Kindergartengelaber, das braucht man nicht zu erklären. Entschuldigung. Okay, so einfach. Und hier zu der oh. Hier zu den zu der homosexuellen Ehe, ja? Entschuldigung, ich kriege gerade keine Luft. Hier zu der homosexuellen Ehe. Die homosexuelle Ehe, die Homosexuellen, die haben das Regenbogen geklaut. Und viele von uns wissen noch nicht mal, dass die das machen, um unser Gott zu verhöhnen. Dämonen, ich sage euch immer, das sind keine Menschen, ihr denkt bestimmt so, ist der krass, was labert, der ist ein bisschen... Das sind Dämonen. Ja? Ich sage, bleibt in der Liebe mit denen. Ja, viele haben mich falsch verstanden. Ja, das ist ein Gräuel. Wir sollen trotzdem in der Liebe mit ihm bleiben, denn wir sehen, dass wenige, aber ein paar von den Homosexuellen ihre Homosexualität ablegen, zum Christentum kommen. Deswegen
dürfen sie nicht alle gleich angreifen, ja, sondern aufpassen, denn ein paar von denen können wir sogar erretten, wenn wir sehen. Ein paar von denen kämpfen ihr Leben lang und lassen Homosexualität weg, werden sogar Pfarrer oder was auch immer, oder sogar Mönche oder was auch immer, und lehnen es ab, ja, weil sie Gott erkannt haben, versteht ihr? Darum immer dieses ein bisschen vorsichtig sein. Ja? Natürlich ist es Gott ein Gräuel, mir ist es auch ein Gräuel. Es ist, ja, sie verhöhnen unseren Gott. Ja? Sie verhöhnen ihn, sie haben uns den Regenbogen, den Bund zwischen uns und Gott, haben sie geklaut und haben, als, sie haben sich den Zeichen für sich gegeben. Ja? Sie beanspruchen den Regenbogen, obwohl der Regenbogen als Bund zwischen Gott und uns Christen und damals den Juden als Bund geschickt worden ist. Was für eine Beleidigung. Habt ihr das verstanden? So, mit einem Satz Schachmatt. Ja? Die Heirat zwischen Homosexuellen wird niemals anerkannt sein. Niemals. Ja? Denn es ist in der Verhöhnung Gottes. Ein Mann soll nicht bei einem Mann liegen. Ja? Moses Buch 2, Buch 3, weiß ich jetzt nicht mehr. Ja? Der Mann soll nicht bei einem Mann liegen. Und genauso wie eine Frau. Ja? Versteht ihr? Das ist Verhöhnung Gottes, das ist Beleidigung Gottes, das ist Diebstahl Gottes, das ist Blasphemie. Ja? Das ist nicht in der Richtlinie Gottes, hat nichts mit Gesetz Gottes zu tun. Diese Menschen wird nicht vergeben werden. Ja? Es sei denn, oh mein Gott, was habe ich getan? Gott gibt es ja wirklich. Oh mein Gott, was habe ich da nur getan? Gott, bitte vergib mir. Und sie vergeben von tiefstem Herzen. Ja. Das weiß dann nur Gott. Ja. Ob er jemanden vergibt, der ihn verhöhnt hat. Ja. Aber Gott sagt ja, ihr könnt mich beleidigen, meinen Sohn beleidigen, doch bloß nicht den Heiligen Geist. Hat hier jemand den Heiligen Geist beleidigt, der homosexuell ist und heiratet einen Homosexuellen, die Hochzeit für sich beansprucht? Versteht ihr? Das ist schon eine große Beleidigung. So, ihr Lieben. Also, wie gesagt, Christen müssen unter Christen heiraten. Ja? Und am Ende, die, ja, in Vergebung, dass es dann auch wirklich vor Augen Gottes Augen zählt. Denn wenn du einen Moslem heiratest, wen hast du geheiratet? Wenn am Ende Moslem geblieben ist, wen hast du geheiratet? Wen? Wen hast du geheiratet? Die Heirat zählt, wenn du mit zwei Menschen heiratest, die in Gottes Richtlinie sind. Aber wenn der eine nicht in Gottes Richtlinie ist, wen hast du dann geheiratet? Wen? Hast du verstanden? Christen heiraten unter Christen. Okay?